Und damit wären wir in Kapitel 4. Die Datenautobahn. Sieht ganz schön cybermäßig aus. Und dann wollen wir auch gleich mal direkt einsteigen. Inzwischen. Ja, jetzt hatten wir einmal Sommer, Herbst und Winter und jetzt sind wir in der Jahreszeit inzwischen. Aber die Musik wieder, also ich lasse euch kurz genießen. Geil, sehr schön. Information Superhighway. Kapitel 4, dann wollen wir gleich mal mit Hallo Welt loslegen. Ein Programmiersprachenwitz. Oh, wir haben sogar Cyber-Gubelle. Und hier haben wir Pseudo-Gubelle. Wie geil. Ist ja geil, die machen sogar. Das hat was. Es ist zwar nur eine Farbe, aber irgendwie finde ich das saugeil. Was sagt uns diesmal der Schildermaler? Willkommen auf der Datenautobahn. Ein Land der Schönheit. Ein Land der Wissenschaft. Philosophie, Architektur, Fanliteratur. Alles, was Sie sehen, vom Wasser bis zu den Blättern, besteht aus süßer, frei fließender Information. Vielleicht können Sie Informationen auf Ihrer Zunge fangen. Natürlich wurde der ganze Ort vor Jahren aufgegeben. Das ist wohl alles, was übrig ist. Schildermaler auf immer. Da. Oh wow. Also wir können die Gubelle jetzt nicht rausgreifen, wie ihr seht. Wir können sie nicht mehr. Das heißt, wenn ich einen anklicke, können wir ihn nicht mehr nehmen und irgendwo befestigen, sondern. Es entsteht so ein Pfeil. Dann machen wir den einfach mal nach oben. Wow! Nein, nein! Nein, nein, nein! Okay. Eigentlich wollte ich ihn extra nur nach oben machen, damit er wieder hier drunten landet. Dann wollen wir gleich mal ausprobieren. Oh, ich dachte schon, ich hätte ihn zu weit gemacht. Und diese eckigen können wir wahrscheinlich. Genau, die eckigen. Gu-Datensatzbälle können wir wieder wie ganz normale Gu-Bälle befestigen. Na gut, dann wollen wir mal den Rest hier auch rüber katapultieren. Aber eine sehr schöne, nette Idee. Und die Musik ist so schön entspannt. Ich will eigentlich gar nicht schwätzen dabei. Ich will einfach mich nur zurücklehnen und genießen. Tatsächlich. Oh, ein radioaktives Getränk. Diesmal darf es was ganz Besonderes sein. Hoppa. Oh. Ah, ich dachte schon, hier drüben wäre irgendwas passiert, aber nur meine Maus war zu weit links. Und jetzt folgen wir dem Highway von Hallo Welt zu die Mailbox. Paketverlust, Milderung. Ohohoho. Das sieht nicht mehr so freundlich aus. Und die Musik ist schon ganz schön dramatisch geworden. Alles fällt hier auseinander. Aber die Datenautobahn ist nicht ganz grün, wissen Sie. Früher war sie schön. Die Videotreiber müssen aktualisiert werden. Ab Level 3 können wir die Grafik wohl verbessern. Der virtuelle Schildermaler. Hier haben wir so ein paar Pfeilgu. Die sollen wir bestimmt hier unten reinklöppeln. Und dann wieder hier nach oben.
Aber dazu wollen wir hier wahrscheinlich etwas erstmal nach rechts bauen. Ja, die Pfeife funktioniert hier aber immer noch. So, dann wollen wir mal experimentieren. Die fliegen etwas ballistisch, also vielleicht so. Oh, shit. Ach, darauf habe ich jetzt gar nicht geachtet. Die fliegen nicht nur ballistisch, sondern ich muss auch auf den Wind achten. Meine Güte. Daran habe ich jetzt zuerst gar nicht gedacht. Aber na gut, jetzt wissen wir Bescheid. Dann wollen wir das natürlich ein bisschen weiter rechts zielen. Das war ganz schön knapp. Und hopp. Komm, rüber. Komm, komm, komm. Nein, hier, rechts, rechts. Ja. Und hopp. Oh, wow, 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 wow. Das war gerade eben gefährlich weit oben. Ach, nur wegen dem Wind kann sich diese Brücke so schön waagerecht halten. Alles klar, hier haben wir wieder nichts zum Bauen. Dann müssen wir hier so einen Bogen fliegen, nehme ich an. Also, hui! Genau so. Okay, dann wollen wir erstmal den Rest hier auch noch rüberholen. Die wollen ja schließlich nicht vergessen werden. Sie sind zwar nur arme kleine Datensätze, aber auch Datensätze haben Gefühle. Alle Gubelle haben Gefühle, egal wie sie aussehen. Tja, das war eher Glück. Ich dachte mir schon, dass auch von der Kante aus abzuschießen wäre nicht so die optimale Position. Ich finde es auch geil, wenn man sie abschießt. Dann hinterlassen die so eine Spur von Einsen und Nullen. Verdammt cool. Richtig, richtig cool. Ah! Ah! Ja, ich bin nicht so vorsichtig. Wir müssen ja schließlich nur 4 Stück sammeln. Das ist gemütlich. So, hier sollte es jetzt kein großes Problem geben. Vielleicht soll ich doch mal drauf achten, so ein bisschen mehr Abstand zu halten, weil der Wind ist schon... Das ist alles eine sehr knappe Angelegenheit. Und, bist du drin? Ah ja. Okay. So, sehr nice. Sehr, sehr nice. Dich brauche ich. Und dich, mein Kleiner. Und rein mit euch. 9 Stück drin, wieder etwas Radioaktives für zwischendurch. Yay! Doch was könnte das nächste Level für uns bereithalten? Rebenvirus. Gutartige Infektion. Ja, diesmal haben wir wieder ein klassisches Lied. Oh wow, also diese Siffe hier sieht nicht sehr gesund aus. Hier steht, dieser Bereich ist infiziert, Zutritt verboten. Also sollen wir wahrscheinlich da rein. Obwohl, die Dinger zerfetzen mich bestimmt, oder? Hm. Ich habe hier nichts zum Bauen. Hm. Ich habe die jetzt aufgeweckt, aber ich kann die nicht irgendwie... Oh, da geht's weiter. Oh, ich verstehe. Oh, das geht ja noch ein ganzes Stück weiter nach oben. Nein! Ah, puh. Aha. Muss ich die auch aufwecken, oder? Das werden wir gleich herausfinden. Oh, na gut. Jetzt ist die Frage, was soll ich machen? Hey, wo bist du hin? Hm.
Vielleicht muss ich ganz viele von den Viechern hier dranhängen, damit die roten Dinger nach unten fallen. Oder so. Ich weiß es nicht. Dann wollen wir einfach mal so ein paar mitnehmen. Da man nur 4 Stück sammeln muss, würde ich sagen, dass wir insgesamt 4 Stück nach oben geben, weil falls man dieses Ding von da oben tatsächlich abreißen soll, dann wird wahrscheinlich 4 die Mindestzahl sein. 4 die Mindestzahl an Gubeln. Ah, du auch noch kleiner. Und ui! So, gleich werden wir wissen, ob mir das irgendwas gebracht hat. Nein, nein! Jesus! Und was bringt's, wenn es doch hier runterfällt? Oh, Kacke. Oder? Oder? Damit kann ich auch schießen. Ah, ich verstehe. Aha, also mit den roten werde ich mich hier dran befestigen können. Und mit den roten werde ich wie mit dem Speichelgum mich ganz nach unten hängen lassen müssen. Und dann mit den grünen mich reintransportieren. Ah, dann werde ich gar nicht so viele von grünen Viechern nach oben transportieren, sondern eher rote. Okay, los, meine Freunde, los! Dann werden wir aber trotzdem noch auf jeden Fall ein bisschen rumexperimentieren müssen mit der Menge von den Gubeln. Nein, was tust du? Ah, dachte ich mir schon, dass ich da in die rote Siffe rein muss. Vor allem, wenn der Schildermaler gesagt hat, geh da bloß nicht rein! Alles klar, Schildermaler, also ich soll da rein. Puh. Ich muss mal ein bisschen großzügiger nach oben schießen. Denn die haben mehr Dampf und Schwung, als es vermuten lässt. Nein! Aber den konnte ich trotzdem nicht retten. So. Ah! Es befestigt sich sogar schon von alleine. Oh, aber ich muss trotzdem darauf achten, dass ich verstehe. Aber ich muss trotzdem darauf achten, dass es nicht so viel rumschwingt irgendwie. Vielleicht kann ich das so irgendwie stabilisieren. Oder vielleicht muss ich das irgendwie machen, wenn es gerade nach links schwingt und nicht nach rechts. Weil ich nehme an, wenn ich genug Gewicht da dran habe, dann wird das immer stabiler von selbst. So, wie viele brauchen wir noch? Eieiei. Noch 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uiuiui, noch einen ganzen Haufen. Da haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 Stück soll ich sammeln. Ich darf nicht vergessen, mir 4 Stück noch übrig zu lassen. Ja, so sollte das reichen. Das reicht auf jeden Fall. Ich glaube, damit werde ich sogar noch genug Gubälle übrig haben, falls mir irgendwelche sterben. So, weiter hoch, weiter hoch. Nein! Gut, egal. Das wird erstmal reichen für einige Testzwecke. Und ich habe das Gefühl, ich sollte die Dinger hier nur abfeuern, wenn sie ganz in der Ecke von diesen Kästchen sind. Oder zumindest hier beim zweiten Jump wäre das besser. Obwohl, ich muss eigentlich... Gut, das wollte ich eigentlich da befestigen, aber... Gut, jetzt könnte es sein, dass sich das schon so befestigen lässt. Ja. Nur ein bisschen vorsichtig. Komm schon, ein bisschen stabilisieren irgendwie. So, ein bisschen hier. So, da, 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 hier. Nein, nein, nein! Ach, fuck. Ja, wie mache ich das? Wie kann ich das stabilisieren? Gar nicht. Hm. Oder vielleicht mit weniger... Da, vielleicht, ja.
Moment, kommt mal bitte hier hin. So, vielleicht mit weniger Geschwindigkeit.